Grüß euch, Leute. Und zwar geht es heute um eine Kaufberatung. Und zwar der Peugeot 206. Wie ich finde, einer der besten seiner Klasse. Also klein, kompakt. Die Motorvielfalt ist ein Wahnsinn. Sehr günstig in der Anschaffung und noch viel günstiger in der Erhaltung. Was gibt es beim Kauf von so einem Fahrzeug zum Beachten? Wo muss ich aufpassen? Wo liegen seine Stärken und wo seine Schwächen? Zum ersten Thema Stärken. Also ich finde, seine größte Stärke ist mit Sicherheit die Tatsache, dass er einfach sehr günstig im Unterhalt ist, sehr günstig in der Erhaltung. Du kriegst die bereits mit sehr guter Ausstattung. Die haben alles, was das Herz begehrt. Und je nachdem, wie ich fahre, muss ich mir halt den richtigen Motor noch dazu anschaffen. Ne? In meinem Fall ist das ein 1,4i, ein Benziner, mit 8 Ventilen und 75 PS. Ich brauche den rein nur zum Kinder in die Schule und Kindergarten führen, beziehungsweise brauche ich ihn halt auch noch für etwaige Kurzstrecken in der Stadt und in die Arbeit zum Fahren. Ne? Verbrauchstechnisch ist das Auto der Wahnsinn. Also für einen Benziner und so wie ich den fahre in die kurzen Strecken, braucht das Auto ja 7-8 Liter. Das finde ich total in Ordnung. Also ich fahre wirklich überwiegend Kurzstrecken. Jedoch gibt es das eine oder andere Manko. Das größte Manko des Fahrzeugs ist der Motor. Das haben sie nämlich leider Gottes alle, egal ob Diesel, Benziner, Probleme mit dem Kühlsystem bzw. Zylinderkopfprobleme. Die Bauart der Motoren bei Peugeot sind ein bisschen schmoren. So laufen Wasser und Öl nebeneinander. In die ganzen, da sind lauter Bohrungen, wo das Wasser halt rinnt, wo der Motor gekühlt und geschmiert und etc. wird. Ne? Und da gibt es natürlich ein paar Stellen, wo sie Öl und Wasser begegnen. Und ganz gern gibt es dann die Stelle rechts, die aufgrund der Tatsache, dass einfach das sehr knapp nebeneinander ist, dort gern durchgeht. Dann hast du entweder Wasser im Ölkreislauf oder umgekehrt. Ne? Bei mir ist es leider auch so, aber ich habe Öl im Wasserkreislauf. Das habe ich mit ein paar kleinen Schmähs habe ich das abdichten können. Ich habe nämlich den Ventildeckel habe ich heruntergenommen, habe die Schrauben vom Kopf nachgezogen um 90 Grad je und jetzt scheint es auf jeden Fall gut zu sein. Fakt ist aber, dass die Schrauben vom Ventildeckel definitiv undicht waren. Nicht fest waren. Somit war der Ventildeckel leicht undicht. Ich habe immer Ölspuren gehabt, nicht am Boden, aber am Motor selbst. Und das hat sich wirklich aufgehört, das ist weg. Naja, wird nicht jeder das Glück haben. Wenn ich dann die Zylinderkopfdichtung machen muss, muss ich natürlich mehr machen, weil dann mache ich die Wasserpumpen, Zahnriemen, Kahlriemen und den ganzen Scheiß halt mit. Ne? Kostet natürlich dann auch wieder richtig Geld. Wenn man so ein Fahrzeug kauft, das erste, was macht, bitte leiden, kauft euch ein neues Thermostat, macht es ein, das kostet 15 Euro. Dafür läuft das Auto einigermaßen gut und der Verbrauch hält sich in Grenzen, weil einfach die Motortemperatur stimmt und natürlich wird der Motor auch freien über das, wenn er die richtige Temperatur hat. Vor allem bei den Autos sehr wichtig, da die Kühlleistung fast zu stark ist für die kleinen Motoren und das ist echt problematisch, weil wenn du da die Klima einschaltest, fällt die Temperatur um 10 Grad ab. Wenn ich da jetzt nie auf die richtige Temperatur komme, das ist ein Wahnsinn, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das größte Problem am Chassis und Karosserie ist mit Sicherheit die Hinterachse. Also die ist wirklich blöd aufgebaut. Ich würde euch da jetzt gerne ein bisschen mehr zeigen, aber ich bin gerade in einem schönen Gewand und möchte mich da unter Beine legen. Die Hinterachse ist wirklich blöd aufgebaut und in 99% der Fällen ist die Lagerung dort kaputt. Das heißt dann tauschen. Das Problem ist, dass es gar nicht auszahlt, nur die Lagerung tauschen, sondern tauscht bitte gleich die ganze Hinterachse. Die Lagerungen kosten 200 Euro und die ganze Hinterachse kostet da general überholt mit alle Lager neu 250. Der Umbau ist 10-mal leichter und
es haltet wieder länger. Also das tut sich wirklich zweimal überlegen. Tut so nicht genauso und da genauso zum falschen Fleck. Was haben wir noch für ein Problem? Oder was gibt es noch für Probleme bei dem Auto? Hauptsächlich ist es ja eben die Kühlleistung des Fahrzeugs. Das haben wir aber eh schon angeredet. Und das zweite Problem, was hin und wieder gerne auftritt, sind so Sachen wie kleine Elektronikschichten. Sei es jetzt der Display in der Mitte drinnen. Also wenn man das bei mir anschaut, da erkennt man das eh ganz klar. In der Mitte sind LEDs drin. Man merkt es gleich, wie hell die sind. Ich habe das einfach neu gemacht und das Klima bedient alles selber. Also Beleuchtungsgeschichten sind bei dem Auto echt ja, ganz schlecht von der Serie aus. Nichtsdestotrotz ist das ein super Auto, weil das alles eben sehr günstig ist. Ich habe jetzt die vorderen Bremsen zum Tauschen. Die vorderen Bremsen kosten 41 Euro. Das kosten mir aber bitte Scheiben und Klötze. Und das nicht von irgendeiner Marke, von irgendeiner Billigmarke, sondern schon eine Marke, die an jeden was sagt, Zimmermann. Das finde ich total in Ordnung. Also natürlich wird der eine oder andere ein bisschen mehr zahlen. Ich habe sehr gute Konditionen aufgrund meiner Firma. Aber da darf man einfach nichts sagen. Ne? Das ist wirklich günstig. Naja, ich kann euch alle nur empfehlen, das Auto ist super für Familien. Ist wurscht, ob jetzt der 3- oder der 5-Türer. Ich habe 2 Kinder und der 3-Türer tut es allemal. Das Ein- und Aussteigen ist relativ easy und ja, funktioniert alles. Der Kofferraum ist ausreichend groß. Man kann mit dem Auto einfach alles machen, was man halt so machen muss im Alltag. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wir für die schönen Zeiten sowas fahren. Ne? Das ist zum Beispiel 535D mit fast 400 PS mittlerweile. Ist aber nicht notwendig, das Auto zu starten, ist einfach nur schade, wenn ich starte. Da ist sowas halt wirklich die beste Option. Vor allem jetzt, wo der Winter kommt. Ne? Ja, ich hoffe, ich habe euch da jetzt ein bisschen weiterhelfen können. Im Endeffekt wirklich ein tolles Auto. Kostengünstig, super. Versicherung kostet dann Scheiß. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch so einen Garn. Die schöneren Autos die Autos, die man mehr liebt als das, werden sich wirklich danken. Und der ist dankbar für das, dass du ihn bewegst. Also auf jeden Fall ein Top-Winterauto oder ein Top-Zweitwagen, wie auch immer. Ne? Auch für die Frau einfach eine super Option, weil einfach günstig. Und die Kurzstrecken, vor allem für alle, die Städte leben oder in Städte leben, das ist das Beste, was man sich zulegen kann. Du findest immer einen Parkplatz. Es ist einfach kompakt, klein, schaut gut aus. Mit ein paar kleinen Details bist du gleich mal. Schaut dir wirklich gut aus. Ich habe da in dem Fall einen Remus-Auspuff drauf. Der brummt wie ein Ranzer. Ich habe beim Luftfilter ein bisschen was verändert. Indem, dass ich den Luftfilterkasten angebohrt habe. Jetzt brummt der wirklich richtig tief und monoton. Das ist wirklich schön. Und da habe ich schon das eine oder andere Lob einkaufen für das, wie der sich anhört. Ne? Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitagnachmittag. Wenn ihr Fragen habt zu dem, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich werde mich melden bei euch. Und wenn es mir irgendwie möglich ist, werde ich euch natürlich weiterhelfen. Ich wünsche euch was. Bye bye.